Komm. Siehst du die Rohre? Das ist ihr Notfallplan. Wenn es einen Aufstand oder eine Flucht gibt, öffnen sie einfach das Ventil und verwandeln das Gefängnis in eine große Gaskammer. Verdammt. Die haben von ihren Vorfahren einiges gelernt. Psst. Wir gehen, sobald der Aufzug weg ist. Lass uns aufbrechen. Gute Güte. Ich habe Gerüchte von so einem Gefangenenlager hier gehört. Aber es mit eigenen Augen zu sehen... Mein Gott. Auf der anderen Seite ist ein Tunnel. Okay, ich gehe vor, du folgst mir. Und jetzt bleib leise, sonst erledigen dich hier alle. Lass uns aufbrechen. Bleib vom Licht weg und in den Schatten. Die Schatten sind dein bester Freund. Werd's mir merken. Okay, da. Anscheinend haben wir das hingekriegt. Schauen wir mal. Ein Gitter. Ach, Mist. Pech. Wackelt nicht einmal ein bisschen. In Ordnung. Da kommen wir also nicht durch. So viel wissen wir jetzt. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Was, wenn... Hey, heb mich mal hoch, ja? Okay. Machen wir das. Du hast einen Plan? Folgen wir ihm. Komm hier hoch. Bin aber unterwegs. Psst. Jetzt hör zu. Du so, als wärst du eine verdammte kleine Maus. Geh runter und mach keine plötzlichen Bewegungen. Und jetzt vorsichtig, ja? Du kannst nur Schaden anrichten. Wir schützen unschuldige Leben, indem wir dich einfach erschießen. Nein, wir werden ihn nicht erschießen. Danke, Herr Officer. Bewegung! Unser Anführer sagt, bin direkt hinter dir. Ich habe nichts Besseres verdient als Geld. Hör nach! Außerdem sieht das auch noch gut aus. Möchte ich stimme dem Anführer nicht ganz zu. Der Anführer ist unfehlbar. Okay, du nimmst den rechten, ich den linken. Ich lenke meinen ab und du erledigst deinen. Verstanden? Also los. Aber nicht zu früh anfangen, ja? Okay. Los! Wir schlagen ihn mit einer Schaufel tot. Das ist wirkungsvoll und elegant. Hast du das gehört? Hört sich so an, als wäre irgendwas runtergefallen. Etwas Putz vielleicht? Es ist so verdammt feucht hier drin. Frag die Gefangenen. Gefangene 130, hast du das Geräusch gemacht? Nein, ich war es nicht. Ich schwöre mein Wort. Schalten wir ihn aus. Gefangene 78, hast du ein Geräusch gehört? Ja. Ich habe ein Geräusch gehört. Ja, sieh sich an, das was war ein Geräusch. Du hast Glück. Ich dachte schon, er wird. Hey, hörst du mich? Sieh mal, da ist ein Hebel. Schnapp dir so viele, wie du kannst. Wir sind sowieso erledigt. Damit erreichst du nichts, außer dass wir alle getötet werden. Die Schaltung ist da oben im Wach. Okay, schraub die Glühbirne raus. Okay, schraub mir die Glühbirne raus. Welche Glühbirne? Na, diese Glühbirne. Schraub sie raus. Keine Angst, du wirst dich nicht verbrennen. Na los. Na los, gehen wir? Na gut. Warte ich, bis der Typ wegguckt. Und dann? Oder wir warten einfach, bis das Licht aus ist. Essen. Hunger. Essen. Als wenn wir für dich etwas übrig hätten. Gute Nacht. Das nehme ich mit, sonst noch irgendwas vermutlich nicht. Okay, hoch geht's. Ah, Pilze. Leuchtende Pilze. Na, wie lecker. Dieser Händler von der Hansa hat mich die ganze Zeit genervt, ich soll ihm die Kreatur verkaufen. Sagte, es sei eine Verschwendung, sie zu erschießen. Und dass er gutes Geld zahlen würde, daher habe ich einfach... Zeig mir die Patronen.
wirklich. So, warum laufen Sie hier rum? Es ist nur, dass unsere Schicht zu Ende ist. Dann haben Sie hier nichts mehr zu suchen. Ab in die Kaserne mit Ihnen. Ja, Herr Oberscharführer. Okay. Die sind weg. Und wir schnappen uns einfach mal die ganzen Messer. Wirf ein Messer, indem du es auswählst und C drückst. Natürlich, das machen wir gleich mal. Aber erstmal, das Ding kann man zwar als Ballerspiel beginnen, aber nicht, wenn man keine Waffe hat. Die wir nebenbei gesagt nicht haben. Das heißt, schleichen und einem nach dem anderen ausnocken. Ich dachte schon, uns ging es schlecht. Die bringen uns um, wenn sie dich hören. Okay. Den haben wir ausgeschaltet. Weiter. Hier ist überall zu viel Licht. Du hast es geschafft. Ich hab's geschafft. Gut gemacht. Ein echter. Ja, danke. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sie die Luftschleuse von der anderen Seite aufmachen. Okay. Der Knopf an der Wand ist für das Wachen. Verstecken, verstecken! Schon viel besser. Nein, absolut nicht. Wer bist du? Verdammt nochmal. Wer? Wo ist ein Schaltbrett? Schließen, schließen! Mach sie zu! Tut mir leid, Alter. Und jetzt geht der Spaß erst richtig los. Hier, fang! Schöne Uhr. Ah. Diese kleine blaue Anzeige. Sie geht an, wenn du zu sehen bist, was? In Ordnung. Vor uns werden wohl noch mehr Wächter sein. Aber hier können die kein Gas einsetzen. Wir können also beruhigt sein. Ach, ich wünschte, ich hätte eine Granate. Obwohl, wir können ja Feuer erledigen. Los geht's, Cooper! Das Interessante ist... Ich gehe oben und gebe den Deckel. Das Interessante ist, wir haben aktuell einen Revolver mit Schalldämpfer. Der funktioniert. Einer erledigt. Naja, das ist ein Revolver mit Schalldämpfer. Das geht eigentlich nicht, aber funktioniert ja. Ah, na, mal gucken. Was hätten wir denn da? Oh, verdammt. Oh, verdammte Kacke. Der kam ja, das war ja gar nicht Pavel. Idiot. Aber wir nehmen natürlich alles mit. Aha. Freiheit. Wir haben die Gefangenen befreit. Perfekt. Okay, ist alles safe. Meine Flucht aus dem Gefängnis der Faschisten könnte mit "Der Feind meines Feindes ist mein Freund" betitelt werden. Der Name des Freundes ist Pavel. Er hat einen Aufklärungstrupp der Roten angeführt, der von den Faschisten ausgelöscht wurde. Ich habe die Kommunisten nie sehr gemocht, aber Pavel verhält sich wie ein echter Held. Tja. Und wie geht es dir, Kumpel? Alles klar? Ach, du bist echt hart.
Kein Wunder, dass sie dich zu einem Ranger gemacht haben. Folge mir, nicht stehen! Security, Platz machen! Das Glück meint es gut mit uns. Unsere Späher haben eine echte Schatzgrube gefunden. Den legendären Bunkerkomplex D6. Riesige Lager gefüllt mit Vorräten. Dort gibt es Medikamente und genug Konserven, um das Reich für 100 Jahre aufrechtzuerhalten. Und genug Waffen, um die Freaks und genetisch Unreinen vom Antlitz der Erde zu verbannen. Aber D6 wurde von Sparta... Herr Sturmbannführer! Was wollen Sie? Scheiße! Ein Ausbruch! Was zum Teufel? Zwei Gefangene haben die Waffen ermordet und sind getötet! Was zum Teufel? Wollen Sie? Dann lauf vor! Nehmt sie fest! Elugation! Feuer einstellen! Nehmt sie lebendig fest! Scheiße, bist du okay? Halte durch, Azio, halte durch! Da hast du Miststück! Auf den Boden, auf den Boden, du Miststück! Halte durch, Herr Job! Halte durch! Nur noch etwas länger! 20! Mist, Erlebter! Mach sie kalt! Ich mach sie kalt! Wir sind hier raus.